Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fans, liebe Groupies. Auf Groupies warte ich noch ein bisschen. Zum Verzweifeln. Zwei Drittel männliche Zuschauer. Hartes Leben als Single im Social Distancing Zeitalter. Aber zum Glück habe ich euch herzlich willkommen reinspaziert. Ich hoffe, die Teilnehmerzahlen schiessen gerade in die Höhe. Ich muss ja kontrollieren, dass ich sicher live bin. Jetzt sollte es auch wieder klappen mit YouTube. Aber so sicher wissen, tue ich das wahrscheinlich dann erst wieder nachher, weil ich irgendwie noch ein bisschen blöd bin, zum herauszufinden, genau, wie ich das anschauen kann. So oder so, reinspaziert. Ich habe heute Gutes und Schlechtes, Schönes und Wüstes, aber ich habe vor allem Unterhaltung für euch. Unterhaltung von kolonialmäßiger Ausführung. Und legen wir doch gerade mal los mit dieser Show. Zum allerersten Mal ein paar traurige Bilder von Deutschland. Genau, das ist halt, wenn man Social Distancing nicht einhaltet, nicht mal sechs Polizisten, die über einem herfallen und dafür sorgen, dass aber jetzt immer schön sozial auf Distanz bildet ist. Übrigens, soziales Distancing, das gibt es auch im Internet. Social Distancing, der Attila Hildmann, der ist bekannt für sein Fit, Vegan for Fit oder so. Der wird jetzt auf einmal kaputt gemacht von den Leuten, und zwar unter anderem vom Kaufland. Der Kaufland hat ihn gesperrt. Moment, wie haben wir das? Genau, ist alles anderes Zeugs da. Moment, da haben wir es. Zuerst hat der Kaufland gesperrt und jetzt hat der Coop noch angerufen. Das ist eigentlich die Show, wird wegen seiner menschenverachtenden Einstellung, wird das jetzt also irgendwie vom Regal genommen. Menschenverachtend heisst, man will nicht, dass, wie jetzt angezeigt worden ist, man sagt, macht das Maul auf, wenn du noch 500'000 zusätzliche AIDS-Tote wegen Corona-Krise befürchtet. Wohlgemerkt, die befürchten wir wegen der Corona-Panik, nicht wegen der Corona-Virus. Darum ist Corona-Krise ein schöner, neutraler Begriff. Wenn der Shutdown schnell endet, kann man es wahrscheinlich verhindern, und sonst werden ja bis 2021 eine 500'000 Leute sterben. Nur zur Erinnerung, wir haben heute, wie viele Tote haben wir? 200'000, die mit Corona gestorben sind. Im Durchschnitt in der Schweiz zum Beispiel 84, im Kanton Zürich 85, in Italien 81, in Deutschland glaube ich 82. Durchschnittlich mehrfach vorerkrankt. Schweden hat keinen Shutdown und alles ist Paletti dort. Man kann in die Ferien gehen dort übrigens. Können sie nicht abhalten. Als Schweizer ist man immer in der Berechtigung, sein eigenes Land zu verlassen. Und Schweden heisst dann willkommen. Ich habe gerade einen Bericht gelesen. Irgendjemand von der liberalen Unabhängigkeitspartei war dort und hat gesagt, ich muss den Pass zeigen. Ich nach mir erinnere, ich musste nicht einmal den Pass zeigen in Schweden. Ich bin einfach rauslaufen. Okay, jetzt haben wir gerade schlimme Bilder gesehen von Deutschland und anderen Orten geht es sicher ein bisschen besser zu und her, zum Beispiel in Paris. Oh nein, schaut da, da wird das Kind vom Vater weggerissen. Me perdí. Pronto perdí. Oh my God! Fuck off! Dickhead! Look at these kids. Ja, ist halt eine schlechte Idee, zum spazieren, oder? Zum Glück lebt man in der Schweiz. In der Schweiz kann so etwas nicht passieren. Oh, Entschuldigung, das war der falsche Schnitt. Ja. Wohl in der Schweiz, ja. Wenn man halt den Fehler macht, dass man sich ein Schild um den Hals umhängt, mit dem Wort Freiheit auf einem leeren Platz sitzt, dann ist man einfach ein Querulant, wenn man das macht. Wer macht das heute? Wir sind Untertanen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Untertanen sind.
wenn wir uns gewöhnen an die neue Normalität. Die neue Normalität wird jetzt zelebriert im Schweizer Fernsehen. Jetzt sind wir im neuen Normal angekommen. Ja. Und das neue Normal, ich habe da entschlossene Meinung dazu. Ich habe schon immer Normalität scheiße gefunden, aber die neue Normalität, da könnt ihr ohne mich machen. Normalität ist für mich, gibt es nicht neu oder alt, es gibt eine Normalität. Und die Normalität ist das, was wir hatten, bevor die Psychopanik über den Globus geschwemmt ist. Genau. So muss man das sagen. Normalität haben wir dort. Aber jetzt schaut euch noch ein bisschen mehr. Ich habe genau da, ganz wichtig, Beratung nur telefonisch. Wegen der Infektionsgefahr mit Corona findet die Beratung des sozialen Dienstes für Hörgeschädigte derzeit nur telefonisch statt. Ja. Willkommen in der neuen Normalität. Ich habe gestern eine hässliche Sendung gemacht. Also die Leserkommentare vom Blick, nicht vom Blick, vom Tagesanzeiger, hat mich emotional ein bisschen aufgerührt. Und ich habe dort Leute als Psychopathen bezeichnet und nachher erst gemerkt, dass die Pseudonyme dort drin vielleicht Klarnamen sind. Und ich könnte niemand persönlich jetzt als Psychopath bezeichnen. Es ist ja, was ich will machen, ist die Denkstruktur von diesen Leuten als psychopathisch zeichnen. Und ich habe nicht Lust, einzelne Leute raus zu isolieren, auch wenn ich, wenn ich das extrem dumme Statement finde. Und darum habe ich das Video abgenommen. Wenn ich Zeit finde, das zu schwärzen oder zu kürzen oder so, dann lade ich es wieder rauf. Ist, glaube ich, eine sehr gute Sendung gewesen. Sie hat innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Views und Klicks und so weiter bekommen. Aber ich finde es nicht anständig, jetzt hier Leute auszuisolieren, die meinen, sie sind hier in einer halb Anonymität von einem Forum und dann sind sie plötzlich auf YouTube. Darum haben wir das weggenommen. Aber ich habe da sonst noch etwas Schönes. Der Präsident von der Freidenkervereinigung hat da gesagt, dass die Leute, die an Demonstrationen gehen, Eugeniker sind. Kann man ungefähr so sagen. He? Eugenik. Die 1000 Leute, die dort waren, die sind für Eugenik. Nur zum Erklären, was Eugenik ist. Ich kann das mal zeigen. Nicht, dass ich Wikipedia eine gute Quelle finde, aber es ist gerade der erste Treffer. Dann zeige ich euch das einmal. Eugenik, Erbgesundheitslehre. In der Zeit des Nationalsozialismus gleichbedeutend mit Rassenhygiene. Ja, genau. Mit solchen Kaliber tut der Präsident von der Freidenkervereinigung auffahren, wenn jemand sich erlaubt, frei zu denken. Weil man darf frei denken, solange man das denkt, was der Präsident von der Freidenkervereinigung für passabel anschaut. Er ist die oberste moralische Instanz und löst damit die katholische Kirche ab. Weil die Freidenker sind total gegen die katholische Kirche, weil die sich sagen, ihr könnt schon frei denken, solange das, was ihr frei denkt, dem entspricht, was die katholische Kirche sagt. Und jetzt kommt halt eben die Freidenkervereinigung und löst zum Glück die katholische Kirche ab, die wirklich niemand braucht, und ersetzt sie mit einer Vereinigung, wo der Präsident davon ansteht und Leute als Eugeniker bezeichnet, wenn sie eine andere Meinung haben. Und das ist der grosse Irrtum, oder? Das ist der ganz grosse Irrtum an dem Ganzen. Etwas muss im Klaren sein. Beide Seiten haben das Gefühl, dass die Position, die sie einnehmen, besser ist für die Menschheit. Nur sind die einen denkfaul oder einfach nicht sehr intelligent oder irgendwie verblendet und die andere Seite nicht. Jetzt könnt ihr rätseln, welche zwei Seiten ich da welche Eigenschaften dazuordne. Ich sage nur eins, die Leute sterben mit 84 im Schnitt, mehrfach vorerkrankt, mit Corona. Schweden hat keinen Shutdown und es geht tipptopp. Italien ist die Host. Egal auf der ganzen Welt, auch in New York, überall, alles erklärbar. Und zwar dort, wo die angebliche ewige exponentielle Kurve eingetreten ist, hat man gemerkt, wo alles aus dem Ruder läuft, es flacht schnell wieder ab. Und jetzt geht es vorbei und jetzt ist es vorbei. Wir müssen nicht anfangen, dort die Läden komisch beschriften und Plexiglas in den Restaurant aufziehen. Das ist crazy. Crazy. Und der Witz ist eben jetzt das, oder? Jetzt sind junge feiern und wir gehen spazieren, andere gehen demonstrieren. Und dann
ich kann euch sagen, so im Oktober, November werden die Fallzahlen wieder steigen. Und dann heisst es, wegen euch! Wegen euch haben wir den Shutdown. Aber das ist eben das Schöne, wenn man gut informiert ist, dann kann man in die Zukunft schauen. Zum Beispiel eben das, was ich jetzt gesagt habe, das wird passieren. Aber mir, zum Beispiel ich habe schon im März gesagt, mit dem Ende der Grippewelle ist Corona vorbei, bis jetzt wieder die nächste Grippewelle kommt. Aber gegenseitig hat gesagt, das weiß man nicht, es ist ein neuartiges Virus, babababababa. Aber immer alles hat einfach gestimmt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es ist keine exponentielle Kurve, es ist eine logistische Kurve, weil nichts auf der Welt ist endlos exponentiell. Wenn der Virus endlos exponentiell wäre, dann wäre ja innerhalb von kürzester Zeit das ganze Universum nur noch aus Virus bestehen, weil das die ganze Materie würde fressen. Oder? So eine Kurve flacht ab, wie alles abflacht. Logistische Kurve heisst, es geht rauf, läuft eine Weile lang linear und flacht dann ab. Und so sieht es eben auch aus. Und bei Corona weiss man mittlerweile, Ansteckungsrate 0,1 bis 0,2%. Ist immer noch schlimm, ist immer noch zu viel, aber wir hatten viel, viel schlimmere Grippesaisons gehabt, zum Beispiel 2017-18, wo in Deutschland fünfmal mehr gestorben sind als jetzt in dieser Welle. Und wir müssen es einfach nicht einreden lassen, dass wir die bösen Menschen sind, die wollen, dass Leute sterben. Wir wollen, dass der Welt gut geht. Aber was wir machen, wir sind nicht denkfaul. Wir stellen uns die unbequemen Fragen. Zum Beispiel, was ist ein Leben wert? Ist es 50 Millionen Franken wert, dass ein 84-Jähriger 85 werden kann, wenn im gleichen Zeitraum nachher 5 oder 10 Kinder auf der Welt wieder hungern können, weil man so dermaßen Tourismus runterfährt, dass an einem anderen Ort nur noch totales Elend herrscht oder auch sonst der ganze Handel und so einbricht. Oder? Wir machen uns die unbequeme Frage, wir stellen uns die unbequeme Frage, was ist das Leben wert? Und gleichzeitig fragen wir uns auch, was macht das Leben lebenswert? Oder? Macht das Leben lebenswert, dass wir in Angst und Schrecken umgehen? Dass man jetzt in den Zügen, wie das Schweizer Fernsehen gezeigt hat, die Leute in Maske sehen und sagen, wir müssen es obligatorisch machen, das wäre gut, wenn sie alle würden tragen. Und quasi so implizieren, dass jeder Mensch, der nicht Lust hat auf ein Sadomaso-Outfit von außen, dass er quasi zu einer Mördermasse zählt, zu einer gleichgültigen Leute, die mordet. Obwohl ja die Schweizer, also der Koch und das RKI, noch vor ganz kurzer Zeit gesagt haben, Masken bringen nichts in die Hände von Amateuren. Aber jetzt, ja, jetzt schon. Jetzt plötzlich schon. Ja. Kann man so sehen. Man kann einfach auch sehen, dass jedes Mal die Meinung kehrt. Immer wieder. Alle Meinungen ändern. Alle Zahlen werden entschärft, alles wird milder. Aber ändern tut sich überhaupt nichts. Jetzt sagen die Leute, der Shutdown hätte heute geendet. Ein Scheissdreck hat er. Der Shutdown hat geendet, wenn ich normal durch die Weltgeschichte durchgehen kann, wieder reisen kann. Da kann zwar die Schweiz nicht dafür, was andere Länder machen, aber sie sind Teil des Problems. Wenn ich wieder ins Restaurant gehe und zwar mit fremden Leuten reden. Oder? Und junge Leute auch, die wollen Party machen, die wollen wieder an ein Konzert gehen und so weiter. Und dort ist der einzige Ort, wo ich ein bisschen Verständnis habe. Man sagt, ja, nun, lassen wir halt die Open-Air-Saison jetzt ausfallen. Lassen wir den Fußball ausfallen. Das ist gemessen an der Einschränkung für die Allgemeinheit auf ein Furz in der Landschaft. Oder? Und da kann man sich eben fragen, Verhältnismäßigkeit. Oder? Wir haben ja ein Interview gehabt mit dem Heinz Raschein. Der hat ja gesagt, juristisch ist der Bundesrat noch schwer beizukommen, aufgrund von der Gesetzesänderung oder der Verfassungsänderung usw. So es gibt so einen Straftatbestand, dass man Leute in Angst und Schrecken dort versetzen, dass es bis zu einem Gefängnis zur Folge haben kann. Aber ich glaube, einfacher wäre es, am Bundesrat nachzuweisen, dass das so passiert ist, einfach absolut unverhältnismäßig ist. Wie die Leben, die man angeblich rettet, eben die angeblich 100'000 Schweizer, die jetzt schon gestorben wären, da wissen wir alles, es wäre nicht passiert. Wie der Shutdown ist dort getroffen, wo die Reproduktionszahl, wie glaube ich heisst, das R0, bereits auf 1 gefallen ist. Und das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat das Gleiche bestätigt. Und selbst wenn man jetzt das noch bestreitet und sagt, da stimmt irgendetwas nicht, das sind dumme Leute an der ETH und an der RKI. Schweden. Schweden hat zwar mehr Tote als die Schweizer, gemäss der Einwohnerzahl über 30%. Da kann man aber zwei Faktoren rechnen. Die Leute sagen immer, Schweden ist riesig zersiedelt, weil es so gross ist. Aber es ist auch das Gegenteil der Fall. In den drei grössten Agglos wohnen etwa 4,5 Millionen Leute. Oder? Und in der Stadt hat man einfach mehr Probleme, weil man sich natürlich leichter mit einer Grippe oder mit einer Corona anstecken. Und
Sie haben auch Probleme mit alten Leuten. Sie haben auch gemerkt, dass sie Probleme mit schwarzer Völkergeschichte aus Somalien, dass die anscheinend mit einem Enzym ein Problem haben, aufgrund von dem, dass die gerade jetzt ein bisschen zu weit, aber die haben anscheinend gewisse Gene, sind dort irgendwie defekt aufgrund von der Malaria, die ihre Vorfahren seit Jahrtausenden ertragen haben. Und darum haben sie auf gewisse Medikamente falsch angesprochen oder schlecht angesprochen. Und darum sind anscheinend viele Leute gestorben. Das sind aber alles Sachen, die jetzt dazulernt. Aber selbst wenn man das ignoriert, man kann einfach sagen, Schweden 3000 Tote, die Schweiz 2000 Tote. Und bei der Schweiz ist einfach die Durchsäuchung entsprechend kleiner. Oder? Jetzt im Sommer hat der Virus keine Chance, aber im Winter wird es weitergehen. Und am Schluss wird die Schweiz wie Schweden gleich viele Tote haben. Aber die Schweiz wird genauso wie Schweden nie annähernd das Limit kommen. Schweden hat übrigens etwa halb so viele Betten gehabt wie die Schweiz. Und sie waren nie überlastet gewesen. Nie annähernd überlastet gewesen. Sie haben sich auch noch eben noch zusätzliche Zelte aufgebaut, die sie nach meinem Wissen gar nicht gebraucht haben. Kann mich aber täuschen da. Wie auch immer, das ist Schweden. So sieht Schweden aus. So schön ist Schweden. Oder? Das war Schweden vor etwa 3-4 Wochen, als ich war. Jetzt habe ich gehört, auf Kambodscha kann man wieder gehen. Man muss einfach einen Corona-Test vorweisen, der dort nicht älter als 3 Tage ist. Und man muss eine Krankenversicherung haben für 50'000 Franken. Das mache ich jetzt noch nicht gerade. Aber es ist immerhin schon mal technisch möglich, auf Kambodscha zu gehen. Ein Land, das ich liebe, wo ich auch gerne wieder die Devisen hinbringe. Natürlich bringe ich auch gerne in die Schweiz wieder die Devisen. Ich habe mein Lieblingsrestaurant, ins Barcelona-Restaurant in Wiel. Ganz herziges, kleines Beizli. Habe ich 2 Plätze reserviert. Und ich rate euch, und ich bitte euch, wenn ihr finanziell nicht am Rand steht, geht konsumieren. Geht zu den Coiffeuren, geht in die Restaurant, lebt euch das Leben wieder normal. Helft dazu beizutragen, dass Normalität einkehrt, und zwar die alte Normalität. Oder? Die blöden Plexiglasscheiben. Jetzt noch die Polizei schon um 12 Uhr, weil dann anscheinend die Leute besoffen sind. Was für eine irre Regel. Oder man behandelt uns wie Gaufen. Apropos behandeln wie Gaufen. Schaut das an. Schaut, dass ich es lesen kann. Seht ihr das? Das ist auf einem RKI, allerdings vor Corona. Es ist generell kritisch, einen positiven Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig. Ohne diese kann es zum Beispiel zu größeren Unsicherheiten, zu frühzeitiger Aufhetzung, Aufhebung von Schutzmaßnahmen im persönlichen Umfeld und somit zu neuen Ausbrüchen kommen. Für die Akzeptanz der kommunizierten Botschaften ist essentiell, dass die Behörden auf Augenhöhe mit der Bevölkerung kommunizieren. Die Bürger sollen als Partner, nicht als Befehlsempfänger verstanden werden. Jetzt würde ich gerne wissen, in welcher Sekunde in den letzten 8 Wochen hat sich hier ein Deutscher oder ein Schweizer als Partner von der Regierung verstanden. Man hat es behandelt wie 4-Jährige in der Schweiz und die Zipfelkappen haben einfach immer neue Gesetze über uns ausgegossen. Völlig willkürlich. Autowöschstrassen schliessen. Man kann nicht mehr TÜV-Prüfung machen, obwohl das auf 2 verschiedenen TÜV stattfindet. Also Stunden nehmen eigentlich auf 2 verschiedenen TÜV. Die Strasse leer. Es war nie sicher gewesen, zum TÜV lernen. Aber es ist verboten aus einer reinen Willkür. Und jetzt kommt der Best. Schau mal das an. Ich habe gemeint, der Shutdown hätte geendet. Aber schau mal da. Habe ich bekommen von jemandem. Das könnte ein Hinweis in einer Sendung wert sein. Seit heute darf in der Schweiz an den offiziellen Wettannahmestellen an Kiosken und in Restaurants nicht mehr auf Pferderennen ohne Publikum in Deutschland, Frankreich, Schweden und so weiter gewettet werden, weil es beim Anschauen von Pferderennen via Bildschirme in den Wettannahmestellen Bildschirme, die man unabhängig vom Wettbewerb ausschalten könnte, zu Menschenansammlungen kommen könnte. Das hat anscheinend zwistlos entschieden. Also nochmal, man darf jetzt seit dem Shutdown-Ende jetzt nicht mehr auf Pferderennen wetten, weil swisslos denkt, ah, die Leute, die wetten, die gehen ins Restaurant und schauen nachher in der Schweiz. Also ich bin schon in vielen Restaurants gewesen, ich habe noch nie ein Pferderennen. Ich bin noch nie in einem Restaurant gewesen, wo man das Pferderennen live übertragen hätte. Aber wahrscheinlich bin ich halt nicht in Kreise, die genug elitär sind. Auf jeden Fall hat man jetzt die Wetten verboten, wenn man sagt, sonst kommen die Leute, die wetten würden, würden vor den Fernseher gehen und würden die 2 Meter Abstandregeln nicht mehr einhalten. Als ob man in den Restaurants nicht einfach dort den Fernseher abschalten könnte. Und als ob die Leute nicht einfach so etwas haben und sie selber schauen können. Ein Mobiltelefon, das ich gerade reinschaue. Moment, kann ich noch zeigen. Sehen wir da, so ein Mobiltelefon, oder? Da könnte man das Pferd rennen schauen, oder? Unglaublich. Die Bevormundung ist unfassbar.
Unfassbar. Und wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren und wir dürfen nicht die Illusion verfallen, dass jetzt quasi Shutdown vorbei ist. Und das, ja, das darf man, wir müssen jetzt einfach stark bleiben, wir müssen lärmen, wir müssen rufen, wir müssen initiativ bleiben. Wir müssen den Schwung, den psychologischen Schwung, den wir uns reintragen, weiterhin die PS, die zunehmen, weiterhin auf die Straße bringen. Oder? Das müssen wir einfach machen. Den PS auf die Straße bringen. Lärmen, 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 teilen und so weiter. Und hin wieder einmal spazieren gehen, wie es gut ist fürs Gemüt. Übrigens, ich bin ja spazieren letzten Samstag. Das ist gar nicht lange her. Mein Kalender ist durcheinander. Das war vorgestern auf Bern. Ich habe ja live gestreamt. Könnt ihr das mal anschauen. Ich glaube, es ist mit gewissen Längen wahrscheinlich sehr interessant, das einfach mal zu sehen. Und ich habe es, glaube ich, während der Sendung gesagt. Ich habe gemeint, ich hätte es nur gedacht, aber ich habe es gesagt. Es hat einen Moment gehabt, wo ich ein richtiges Open-Air-Feeling hatte. Wirklich das Open-Air-Feeling. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Ja. Und es war legal gewesen, weil sonst hätte es mir ja gebüßt, oder? Nimm jetzt mal an, oder? Die Polizei würde ja büßen, wenn es verboten wäre. Sie haben ja in St. Gallen gesagt, sie hätten geräumt, haben die Medien geschrieben, aber sie haben nicht geräumt. Es hat dann nicht irgendwie 50 Zuschauer, 50 Leute gehabt, es waren etwa 150 Leute gewesen. Und dort haben sie nicht geräumt. Sie haben es zu Bern nicht geräumt. Und vor allem, mal zu Bern haben sie geräumt, dann, glaube ich, wenn ich gegangen bin. Ich weiß es gar nicht. Aber sie haben ja keine Bussen geschrieben. Es gibt ja Bussen. Und wenn sie keine Bussen schreiben, ist es dann verboten? Ich meine, die Schweiz hat jeden Bürger gleich behandelt, oder? Und wenn man etwas Verbotenes macht, wird schnell Auto fahren. Und die Polizei sieht mich, komme ich einen Bus über. Und die Polizei hat mich dort gesehen. Weil etwas müsst ihr auch sehen, das ist auch etwas sehr, sehr Lustiges. An dieser Demonstration, kann man sagen, ist dann irgendwie den Worten, ist jemand gewesen, wo, jetzt weiss ich seinen Namen nicht mehr, Ignaz Beard, glaube ich. In den Medien, wenn man ihn googelt, ist er ein absoluter Unmensch. Also ein absoluter Unmensch. Ich habe mich mehr informiert, dass er bezeichnet sich als Rechtspopulist ist. Ich würde das Wort nicht ins Maul nehmen, was man ihn bezeichnet, weil ich die Nase voll habe von dem Denunziantentum. Kann aber sein, dass ich mich täusche, dass ich Sachen über die Menschen weiss. Aber was ich ganz sicher weiss, ist, die Medien haben geschrieben, der Blick hat geschrieben, glaube ich, der Blick ist es gewesen, der sei gekommen. Und dann schon können sagen, oder, an dieser Demonstration sind Verschwörungstheoretiker und so weiter, Rechtsextreme, was ich da war. Ich kann euch sagen, schaut mein Video an. Ich kann euch versprechen, wenn es etwas gehört, wenn jemand überzahlt ist an dem Massenspaziergang, dann war es links gewesen. Ich kann sagen, es war links gewesen. Links Öko. Da würde ich sagen, das war die Mehrheit gewesen. Und dann hat es sicher gewisse Patrioten gehabt, aber die waren eine Minderheit gewesen. Den meisten Leuten ist es um Gesundheit gegangen und um Freiheit. Und eben die Person dort, Ignaz Beard, ist an dieser Demonstration. Das weiss ich darum, weil er eben auch live gestreamt hat und er hat mich live gestreamt, wo ich da den Zipfelkappen aus der Verfassung vorgelesen habe. Und ich habe das Video eben darum von dem Video erfahren, dass das Video geht 40 Minuten und es ist gekürzt. Und der Blick geschrieben, glaube ich, war der Blick, dass also ich nach 15 Minuten wieder abzottelt, wie zu wenig los war oder so etwas. Und dann bin ich bei ihm und habe gesagt, er sei eine tolle Sache, unterstütze die Bewegung. Oder? Das Problem ist nur, man macht ihn so kaputt, dass wir das unterstützen, dass er das die Bewegung verschadet und darum hält er sich im Hintergrund. Oder so. Also das ist jetzt reine Mutmaßung von mir. Oder? Weil jetzt ist es so, sobald hier jemand kommt, der ein bisschen etwas Falsches sagt, jetzt schon, wenn ich den Namen ins Maul nehme, heisst das schon, ich bin, weiss ich nicht, was für ein Unmensch, oder? Und wenn ich aber mit Grünliberalen rede, oder mit anderen Parteien, mit allen Leuten, dann ist das alles egal, wenn ich einmal in meinem Leben, im Zusammenhang mit Journalismus, irgendetwas machen würde, wo jemand ist, wo irgendwie einfach geächtet ist. Wenn ich jetzt ein Interview machen könnte, wenn ich gerne würde, mit einem Ken Jebsen, dann wäre ich in antisemitischen Kreisen unterwegs, obwohl man Ken Jebsen noch nie hätte können. Antisemitismus unterstellen, man hat es gemacht, aber nicht mit einem guten Grund. Und natürlich ist auch nicht verurteilt worden, weil es eben keinen Grund gibt zu dem. Aber es hat einfach gerade so geschafft von den Medien und es hat einfach nach Biegen und Brechen gelogen. Es hat geheißen, in Bern, habe ich ja gestern gezeigt, leider nicht die Sendung abgenommen, ich bin sie wieder aufzustellen, haben die Medien gesagt, es hätten 100, die Polizei hätte zu 100 Leuten geredet. Oder? Aber ihr seht, das Video sind etwa 1000 unterwegs gewesen.
Dann haben sie gesagt, gesamthaft in der Schweiz 200 Leute demonstriert. Dabei waren es mindestens 2000 gewesen. Also man muss null tauschen. An order of magnitude, wie die Amerikaner würden sagen. Wird einfach gemacht, weil man es kann. Gut, oder? Jetzt haben wir das Bild da, genau mit Eugenik. Also, haben noch einen schönen Satz gefunden, ist gerade zugespielt worden. Dass der Atheist, der sagt, wieso Gott anbeten, ein Gott anbeten, den er nicht sehen kann, versteckt sich jetzt in seinem schönen Zuhause vor einem Virus, den er nicht sehen kann. Ja. Und das ist auch noch ein schöner. Eine Lüge wird nicht so wahrheit, Falsches wird nicht richtig und das Böse wird nicht gut, nur weil es von einer Meinung, von einer Mehrheit akzeptiert wird. Oder eben, wie es der Anatole France gesagt hat, es können 50 Millionen Leute einen Scheissdreck erzählen, es bleibt ein Scheissdreck. Er hat es ein bisschen poetischer formuliert. Muss ich sagen. Elon Musk hat recht. Beschränkungen sind faschistisch. Wir leben im Gesundheitsfaschismus. Und man sollte dem Volk die Freiheit zurückgeben. Und da ist jemand dran. Die Freiheit wird sich zurückzuholen. Und das ist in Deutschland, Bewegung Widerstand 2020. Aber das sind natürlich nur für Forscher ein Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Rechten und Impfgegnern. Was für Unmenschen. Was für Unmenschen. Rechte sind Unmenschen. Ja, Linke auch, wenn sie genug extrem sind. Oder? Man kann so links werden, dass es schlecht ist. Aber es wird insinuiert, dass Rechts sie allein schon ein Straftatbestand ist oder etwas, was es wert ist, dass man die Leute nur noch ächten. Nur weil sie anders denken. Moment, aber ich habe noch, noch etwas mehr. Das gefällt mir auch gut da. Bleiben wir alle schön drin. Bis nie mehr Menschen sterben. Genau. Bleiben wir immer drin, bis nie mehr Menschen sterben. Und tun wir immer schön Massnahmen beachten. Oh, was ist denn da? Oh, ah, Stricker TV. Ja, genau. Ja. Genau, das ist das Alternativprogramm zu der Panikverbreitung vom Back und der Mainstream-Medien. Jetzt haben da noch etwas Schönes. Ich sage natürlich, es ist ein reiner Zufall. Weil wenn ich etwas anderes würde sagen, wäre ich ein Verschwörungstheoretiker. Und trotzdem kann ich euch das minütige Video zeigen, wo es ein paar Sachen erzählt über Impfen, ich glaube Ansteckung und Gesundheit. Könnt ihr mal schauen, es sind immer die gleichen drei Wörter, wo natürlich in die Inspiration von den Ghostwriter, das ist dann einfach so zugeflattert. Ich finde es lustig. Und bedrohlich. Und also bedrohlich, beängstigend. Better diagnostics, treatments, and a safe and effective vaccine. COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines. Largement du développement et du déploiement rapide de diagnostics, vaccins et traitements efficaces. Universal access to vaccination, treatment and diagnostics. Equitable access to new COVID diagnostics, therapeutics and vaccines. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine. We need to make vaccines, treatment, and diagnostics accessible to everyone. Vaccines, treatments, and diagnosis will be the most effective way to do it. We need new diagnostics, vaccines, treatments, and an equal distribution to all. On equitable access to diagnostics, treatments and vaccines. And affordability. Ja, und so weiter. Ja, sicher ein Zufall. Wahrscheinlich haben sie einfach ein Rundschreiben von Bill Gates verlesen. Oder, Entschuldigung, nicht von Bill Gates, der macht das nicht selber. Die WHO, oder? Genau. So, was ich euch bitte darum, ist, die mich befreundet auf Facebook. facebook.com/danielstricker.com ohne Punkt. Und wenn ihr jetzt auf Facebook seid, geht auf YouTube und abonniert und teilt euch bitte meinen Kanal. Ich bin sehr gewachsen, ich bin jetzt auf über 1800 Abonnenten. Das soll nicht nur meine Eitelkeit bedienen, ihr wisst ja, wie eitel ich bin. Der Beweis folgt gerade noch. Aber es tut vor allem helfen, die Message rauszubringen und es hilft, dass die Bewegung grösser wird. Die Freiheitsbewegung. Denn wir alle sind Freiheitskämpfer. Mhm. Wir sind alles Freiheitskämpfer. Friedlich mit Wort, deutlich mit Wort. Ja. Und gemeinsam, friedlich, sind wir stark. Aber jetzt kommt die Werbeunterbrechung. Was gibt es schöner als einen feinen Kaffee? Ein Corona-Kaffee. Ein Corona-Kaffee.
Denke daran, Corona ist eine Kaffeemaschine. Noch besser ist nur ein Sixpack. Oh nein, sorry, das ist ein Fourpack. Ich meine den N6-Pack. Perlfrisch, super gut. Und wenn man das konsumiert hat, dann geht es ab auf den Hafen und dann ist man froh, wenn man ein bisschen Heimatgefühl entwickeln kann mit Corona. Corona, effetto morbida setta. Jemand hat mir korrigiert, dass man Corona auf Italienisch Corona ausspricht. Aber ich habe es immer noch falsch gesagt, wie kann es eher mit Rolle. So, liebe Leute, dann rate ich euch noch, zu was? Ich rate euch, wir haben noch mehr vorbereitet, aber ich glaube, wir lassen das für heute so bewenden. Es ist eine halbe Stunde vorbei. Ich bin ein bisschen müde, habe gemerkt, heute bin ich weniger energiegeladen als gestern und vorgestern und vorvorgestern. Aber ganz wichtig, wir müssen dranbleiben. Wir dürfen nicht in der Bequemlichkeit stagnieren. Weil etwas haben wir gemerkt, der Druck ist gut. Der Druck, der entfaltet wird, die schönen Bilder von 1000 Leuten in Bern, das zeigt Wirkung. Ich finde es ehrlich gesagt schade, sind es nicht mehr, oder? Ich bin enttäuscht, sind es nicht mehr. Aber man muss sagen, was ich mache, gefällt nicht jedem. Ich finde nicht jeder lese, dass er Freunde verliert, dass er Arbeit verliert. Ich komme jetzt immer mehr, ich würde auf das eingehen. Auf jeden Fall, es entsteht mir ein Nachteil im Geschäft auch. Und das braucht halt eine gewisse Unabhängigkeit. Und ich, Single Man, no kids, nur Katzen, ich kann das halt machen und viele können das nicht. Und trotzdem bitte ich euch nochmal, seid mutig. Wenn ihr meine Sachen zu extrem findet, wobei ich weiss nicht wieso, ich tue zwar manchmal fluchen, aber sonst in der Sache, ich bleibe bei der Sache, ich fange nicht an abdriften, dann teilt Videos, wenn nicht meine Sachen, dann andere. Jetzt hat es einen NZZ-Artikel gehabt, den ich auf meinem Facebook habe, einen super Artikel, teilt so einen. NZZ teilen kann man immer. Übrigens, heute in Berlin oder so, ist auch 4 Minuten sehr kritisch gewesen, findet ihr auch im Stream. Ich kann es leider nicht während der Sendung zeigen, wegen Copyright-Gründen, aber da hat es wirklich sehr, sehr schlaue Sachen gehabt. Eben erst mal die absoluten Zahlen, wie immer erzählt werden, dass die nichts taugen, dass sie nur Angst machen und so weiter. All die Sachen, die könnt ihr doch teilen, oder? Zeigt Gesicht. Zeigt Gesicht. Sind ein bisschen mutig, weil ihr seid auf der richtigen Seite von der Geschichte oder the right side of history, oder? Wir wissen das. Wer das mal durchschaut hat, der weiss das. Und durchschaut hat das der, der beide Seiten liest. Und die anderen, wir denken zusammen, wir sind die Minderheit und vielleicht hat die Mehrheit recht. In der Demokratie hat die Mehrheit nicht recht. Die Mehrheit, sie kommt einfach recht über, oder? Aber das heisst nicht, dass sie recht hat. Und wir sind zwar eine Minderheit, aber wir können es ganz einfach erklären. Das ist Denkfaulheit. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich online etwas empfohlen habe. Ich habe gesagt, lesen wir Russia Today. Lesen wir mal Breitbart. Lesen wir mal KenFM oder hören mal KenFM. Dann hat es geheißen, ja, jetzt hast du ja selber disqualifiziert, wenn du so etwas hörst, dann bist du gerade. Das ist falsch. Wer einem anderen abspricht, dass er gut informiert ist, weil er mehrere Quellen bezieht, der hat etwas nicht verstanden. Das ist ein Kurzschluss. Es ist umgekehrt. Wer sich gewisse Quellen verweigert, hat nicht verstanden. Ich bin nicht blöd und gehe Russia Today lesen und glaube, ich das Wort habe dort gesehen. Aber ich sehe andere Argumente. Ich sehe neue Blickwinkel. Oder? Und dann merke ich plötzlich, dass man eben zum Beispiel in einem gewissen Konflikt sagt, man, ja, wir haben nur reagiert. Oder? Und dann ist plötzlich im Palästina-Konflikt zum Beispiel, dass unser Narrativ ist, Israel hat sich gewehrt gegen die 1. August-Rakete, die übergeflogen sind, gegen einen Anschlag. Oder? Und wenn man die palästinensische Seite auch sieht, dann sagt man doch, wir haben uns gewehrt, weil wir sind besetzt. Wir sind in der Besatzung und wenn wir nichts machen, dann passiert eh nichts. Wir müssen ja etwas machen, sonst geht es noch 100 Jahre so weiter. Wir sind da eingekesselt, im Gaza und so weiter. Ich will gar nicht sagen, wer recht und falsch hat. Ich habe dort so eine ziemlich deutliche Meinung, aber es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass jeder Blickwinkel andere Argumente hat. Und wenn man sich auf das einlässt, dann sieht man plötzlich, dass niemand oder beide recht haben. Jemand hat meistens mehr recht als der andere. Aber es ist wichtig, beide Seiten zu sehen, damit das Hassbild nicht geschürt wird, dass man anfängt, einander zu hassen. Der Billy Joel hat ein schönes Lied, heisst Stalingrad. Ich weiss nicht genau, es ist ein Lied über Kommunismus, wenn er eben Soldat ist für die Amerikaner und ein russischer Soldat kämpft hat für Russland, oder?
Und aneinander vorbei, die begegnen sich im Leben nie, aber der Vorhang fällt und dann am Schluss vom Lied geht er auf Russland und geht dann in einen Zirkus und sieht dort einen Clown. Und weil er halt berühmt ist, kann er als Billy Joel hat er doch können Backstage gehen und hat den Clown kennengelernt und seine Geschichte erfahren. Und dann haben sie gemerkt, dass der Clown, wo sein, so herzig irgendwie, wo sein Kind zum Lachen gebracht hat, 20 Jahre voran, der Find war, wo sie gegenseitig bekämpft haben, am anderen Ende der Welt. Oder? Und das ist das, wo ich einfach auch hoffe, dass man sich gegenseitig versteht. Ich zeige selber Schwächen. Wenn ich die Leserkommentare lese, wo man sagt, man sollte alle einsperren und zwangsimpfen, man sollte weiß ich was machen, weil man eine andere Meinung vertreten, dann bin ich wütend auf die Leute, die das schreiben. Aber es ist eigentlich falsch. Wir müssen wütend sein auf Massenmedien, wo so eine Spaltung zulassen. Wo so eine total brutale Spaltung zulässt. Ja, so ist es. Und darum ist es wichtig, dass man Zeit nimmt für Sachen, die man gerne hat. Ja, sie hat gerne Futter, das sieht man ja leider ein bisschen an. Aber es war ein unscharf. Auf jeden Fall, dass man sich einlässt auf ein anderes Weltbild, auf andere Ideen. Und ich würde gerne nicht sagen, dass man bei Corona einen Kompromiss finden kann. Und ich glaube, der Kompromiss gibt es schon. Zur Beruhigung lässt man noch gewisse Konzerte und so nicht zu. Aber es ist halt einfach so, es gibt das Richtige und das Falsche. Und das, was da passiert, was das kostet. Und es ist eben nicht nur Geld, es sind Menschenleben. Erstmal hinter dem Geld steckt Menschenleben, aber die weniger Herzinfarkte, die Spitäler haben, gab 30% und Hirnschläge, 40% oder umgekehrt. Weniger Hirnschläge. Das sind mehr Tote, die übrigens auch in die Übersterblichkeitsstatistik hineinkommen. Und dann heisst es Corona-Tote. Oder? Dabei sind sie an den Corona-Massnahmen gestorben. Ja, liebe Leute, bitte, dann nochmal, da bin ich da. Stricker TV, nochmal abonnieren, teilen, befreunden und so weiter. Genau, das ist alles, was ich sagen wollte. Tragt euch Sorge und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier. Bis nächstes Mal, liebe Friends.